Wir als Familie sind da seit 1788, war immer Weinbau. Ich habe dann in den späten 80er Jahren dann angefangen, den Wein selber abzufüllen. Dann habe ich gedacht, ich möchte mit den Sorten arbeiten, die schon immer da am Hof angebaut wurden. Dann haben wir noch versucht, Trentiner-Sorten auch ein bisschen einzubeziehen. Wir haben ein paar Zeilen Tiroliger gepflanzt, eine Zeile Marzemino. Und dann war ich halt auch interessiert, zu schauen, was das Potenzial dieser Lage ist und dieser alten Sorten. Und da war halt auch der Schritt dann zum biologischen Anbau sehr nahe. Und sonst eben mit chemischen Mitteln, glaube ich, wird das ziemlich unterdrückt wieder und geht verloren. Ich war dann halt auch einer der ersten vielleicht, die dann biologisch angefangen haben zu arbeiten im Weinbau vor halt 30 Jahren. Ich bin jetzt der Senior im Betrieb, jetzt kommt dann irgendwann die Tochter zum Zug. Mit 14 Jahren habe ich entschieden, die Weinbauschule zu besuchen und bin dann darauf gekommen, dass es mir sehr gut gefällt. Das Tolle von biologischer Chemie ist, dass man an die Zukunft denkt. Was mir persönlich einfach wichtig ist, dass man einen fruchtbaren Boden hat und den einfach an die nächsten Generationen weitergibt. Ja, von den 4 Hektar Weinbau füllen wir 15.000 Flaschen ab. Aus dem Grund so wenig, weil wir eben stark auf die Qualität achten. Und den Wein machen wir so natürlich wie möglich. Was uns sehr, sehr wichtig ist, ist die lange Lagerung. Also bei uns, jeder Wein bleibt 2,5 Jahre in den großen Holzfässern. Wird dann abgefüllt und bleibt dann nochmal 1, 2, 3 Jahre in der Flasche. Uns ist einfach wichtig, lagerfähige Weine zu produzieren, die man eben auch nach 10 Jahren noch trinken kann. Weinbau hat was mit Kultur zu tun. Es ist ja nicht nur ein Erwerbszweig wie der andere. So identifiziert man sich ja auch mit den Sorten. Es wäre eine große Verarmung, wenn man eben diese Lokalsorten total vergisst.